Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Star Wars Battlefront Beta. Ja, was soll ich sagen? Erst läuft's scheiße, dann läuft's richtig gut. Ich hatte 14 zu 19, hab mit dem AT-ST 5 Kills gemacht, durfte in den AT-AT rein, hatte einen Hero Pickup und was weiß ich noch alles. Und er hat's nicht aufgenommen, er hat die Aufnahme abgewürgt. Das ist echt ärgerlich. Hat man eine gute Runde und er nimmt sich auf. Aber gut. Critical Kill Assist 1 zu 1. Immerhin. Und wir probieren das jetzt natürlich genauso gut zu machen wie in der letzten Runde. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, verdammt ärgerlich ist, wenn man mal eine richtig geile Runde hat. Und dann wird es nicht aufgenommen. Naja. Kann ich auch nichts mehr dran ändern. Ja, wenn nicht geholt. 1 zu 2 trotzdem noch. Ganz okay. In der Luft war ich übrigens auch ganz gut. In der letzten Runde, aber das glaubt mir wahrscheinlich eh wieder keiner, wenn ich jetzt die Aufnahme nicht habe. Das regt mich schon auf. Regeneriere dich. Gut. Ein Y-Wing haben wir. Noch irgendwo einer. Mist. Da links war noch jemand, habe ich zu spät gesehen. Und ich war schon zu stark angeschlagen, als dass ich da noch lang durchhalte. Den müssen wir verteidigen. Zweiter Y-Wing. Sehr schön eingeloggt. 1 zu 4. Jetzt geht es wieder in die falsche Richtung, aber gut. Es ist einfach nur so im Let's Play-Erleben, dass es halt manchmal funktioniert und manchmal nicht. Und manchmal hat man eine gute Runde und da hat dann eben das Pech, dass es genau dann der Part ist, den er verhäckselt, beziehungsweise nur die ersten 30 Sekunden aufnimmt, warum auch immer, weiß ich nicht. Das Hero Pickup ist mir auch nicht vergönnt. Ich darf nicht Darth Vader, beziehungsweise Luke spielen. Ich spiele ja als Rebelle. Dafür haben wir jetzt den dritten Y-Wing bald eingeloggt. Ich hoffe, das können wir halten. Weil je mehr Y-Wings natürlich, desto höher sind die Siegchancen. Weil dann die Schilde von den AT-ATs länger halten. So, jetzt bin ich hinter ihm. Kann da gut Damage machen, aber dann kommt immer noch das nervige Begleitpersonal. Ein AT-AT-AT-ST allein reicht natürlich nicht. Die müssen immer noch Begleitpersonal hinterher schicken. Komm, komm, komm. Arsch. Camp da rechts oben, wo keine Sau hinguckt. Und kommt da ganz entspannt den Hang runtergelaufen. Und wieder hat mich jemand erwischt von ganz da hinten. Es ist echt manchmal unglaublich, von wo die einen treffen. Aber gut, wenn ich kaum noch Leben habe, dann reicht ja auch nur ein einziges Fitzelchen. Und schon bin ich wieder weg. Sehr schön. Oh, den habe ich nicht gesehen. Fuck. Ich habe, wenn ATS die gesehen, habe ich gefreut, dass er kaputt ist. Und wollte vorrücken und dann kam da Darth Vader ums Eck. Das ist mein Kollege. Alter, das habe ich zu spät gesehen, dass ich das auf mich gelockt war. Das habe ich einfach zu spät gesehen. 1 zu 10, das regt mich echt auf. Vorher eine Runde mit 14 zu 19, richtig gut für meine Verhältnisse. War so froh und habe mich so gefreut und wollte schauen, ob es aufgenommen hat. Oder habe gehofft, dass es aufgenommen hat. Und dann kommt quasi die Hilfsbotschaft. Nein, nur die ersten 30 Sekunden. Und dachte mir so, fick dich. Einfach nur, das hat mich dann ziemlich aufgeregt. Deswegen regt es mich noch mehr auf, dass es hier nicht funktioniert. Mann!
auch wenn ich eigentlich ein ruhiger Mensch bin, in solchen Situationen, da könnte man dann echt kotzen und noch viel mehr. Da hat es ein X-Wing Pickup. Bin mal gespannt, ob ich da lebend hinkomme. Nein. Doch. Unglaublich. Wir dürfen wenigstens in die Luft. Da ging die letzte Runde los in der Luft. Und hat gut funktioniert. Alter. Scheiße. Direkt ein hinter mir. Das ist natürlich doof. Okay, wir können auf die Walker schießen. Ich bring mich wieder um. Das macht einfach schön Schaden. Das ist gut, wenn ich da reinfliege. Hey, mach mal platt. Ah. Verpasst das Timing. Scheiße. Ach, da kommt der AT-ST wieder. Das nervt. Da kommt ein Orbital Strike, aber rausrennen lohnt sich gar nicht mehr. Also bleibe ich einfach stehen und probiere noch ein bisschen Schaden zu machen. Und das war es auch schon wieder mit der ersten Welle. Nein, doch nicht. Wir können noch Schaden machen. Jetzt war es das mit der ersten Welle. Der eine hat noch ungefähr 75, der andere noch 85 oder so, also wird verdammt schwer. Von wo? Ich habe nichts gesehen. Naja. Auf jeden Fall wird das hier der letzte Part von Star Wars Battlefront Beta. Einfach nur, weil ich dann keine Zeit mehr habe aufzunehmen. Und dann ist die Beta rum. Das heißt... Ich habe... Ach doch, da. Ich dachte, es wäre einer von meinem Team. 1 zu 16. Es regt mich einfach so auf. Ich hätte es eigentlich... gern mit dem mega coolen Part beendet und hätte mich dann auf die aufs Hauptspiel gefreut, aber im Moment kann ich mich einfach nicht freuen, wie gesagt. Die Runde war so genial und er hat es nicht aufgenommen. Das ist so ärgerlich. Da ist ein AT-AT direkt vor der Tür. Allerdings bringt auf den Schießen gar nichts. Da oben hat es wieder ein A-Wing. Wenigstens ein Killer ist immerhin, aber wenn dir da vier in die Arme rennen, also ja, in die Arme rennen kann man das ja nicht nennen, wenn vier ein quasi über den Haufen rennen, dann ist halt schwierig. Ach ja. Das ist einfach nur so schade. Da habe ich einmal eine gute Runde. Eine von 10 wäre dann gut gewesen. Und dann geht es wieder so weiter, dass ich einfach zu langsam bin. In der einen Runde mit dem Imperium bei Walker Assault hatte ich, wie gesagt, eine richtig geile Zeit mit dem AT-ST. War 3 oder 4 Mal in der Luft mit dem... Ja, das muss ich mich nicht wundern. Mit einem TIE Fighter und... durfte am Ende sogar AT-AT spielen, also das war einfach eine Runde, wo alles zusammengepasst hat und hier habe ich schon gar keinen Bock mehr zu spawnen, ganz ehrlich. Hier mit dem Cycler Rifle, guck mal, ob ich mit dem was reißen kann, keine Ahnung.
Alter! Ja gut, dann wundere ich mich nicht, warum die mich dann immer über so eine Riesendistanz treffen, weil man mit dem schon ganz geil zoomen kann und halt näher rankommt. Das Problem ist allerdings, dass niemand kommt. 75 und 85, ja, so wie ich es gesagt habe. Jetzt kommt natürlich wieder fette Gegenwehr an der Tür. Das Problem ist, wenn alle hier an der Tür stehen, eine Granate und alle sind wieder weg. Ja, das ist ja nur ganz logisch. 1 zu 24, es regt mich so auf. Oh, 14. Das ist die Rage-Folge zum Abschluss, ganz ehrlich. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich bin jetzt hier stehen, zack. Ich kann mir nicht in den Fuß schießen, das geht leider nicht. Aber den da oben, den treffe ich leider auch nicht. Naja. Das hätte wirklich ein so schönes Ende nehmen können, die Beta. Aber es war irgendwie klar, dass Shooter und ich zusammen nicht funktionieren kann. So, jetzt bin ich böse. Aber das Problem ist, dass die anderen wahrscheinlich viel schneller böse sind als ich. Und mir kein AT-ST vor die Füße läuft, den ich abschießen kann. Jetzt, wo ich mal so richtig Lust hätte, irgendwas kaputt zu machen. Den habe ich natürlich nicht getroffen. Ah ja, klar. Von links kam Darth Vader, von rechts da hinten hat noch einer auf mich geschossen. Es läuft gerade einfach nichts zusammen. Und dann hatte ich, wie gesagt, die eine Folge dazwischen, die so die Ausnahme dargestellt hat. Und ach, ich darf mich einfach nicht drüber aufregen. Es gehört einfach dazu zum Let's Play, dass halt manchmal was in die Buchse geht. Ja, ich sag einfach gar nichts mehr. 1 zu 26. Wenn ich den Controller nicht noch bräuchte, ich könnte gleich zum Fenster rausschmeißen. Jetzt bräuchte ich einen Raketenwerfer, jetzt habe ich keinen. Naja, immerhin hat mein Teammate ihn abgeräumt. Immerhin. Da kommt schon der nächste. Der ist aber fast kaputt. Da war ich zwar beteiligt, aber leider nicht Punkte nennenswert. Da war leider keiner mehr drin. Mich wieder jemand erwischt. 1 zu 8. Ach komm. Jetzt bin ich bald 30 Mal gestorben in einer Runde. Und der AT-AT hat mich erwischt. Ich bleibe jetzt hier. Ich will nicht 30 Mal sterben. Das muss echt nicht sein. Der kann mich, glaube ich. Ja, der kann mich hier gar nicht umbringen. Nein, kann er auch nicht, aber der da hinten schon. Auch Mano. Warum spawnt man dann direkt vor dem, wo er einen nur wegschießen muss? Das reicht eh in 100 kalten Winter nicht, ihn zu besiegen.
Ah, der hat nur noch 66. Na toll. 60. Beide haben noch ungefähr 60, ja, verloren. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich werde noch einen machen. Ich brauche ein versöhnliches Ende. Und ich muss mich mal ganz kurz beruhigen und mich dann wieder konzentrieren und dann auch eine gute Schlussrunde abliefern. Also wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.